Hallihallo und willkommen bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Meiner Wenigkeit Tibor und voraus ein Hirsch. Nehmen wir den auch noch mit? Ja, können wir mitnehmen. Jetzt habe ich ja schon drinnen, also sitzt mehr oder weniger jetzt Fleisches. Geruchslos bist du nicht mehr? Genau. Der war's? Jupp. Da hinten würde wieder eine Sau stehen, aber die jetzt laufen wir nach vor. So, schauen wir mal, was der Bär macht, der immer hier rumschleicht. So, Schweinchen, da bleiben. Oh, es wird schon woanders hin. Kein Bär in Sicht. Gegenwärtig. Okay. So, die ist der Zerlehne. Häschen lassen. Beim letzten Mal, wie wir hier rüben waren, haben wir ihn auch schon einmal gesehen. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Gut. Dann schauen wir mal kurz in das weiße Auto rein. Mhm. Vielleicht kann ich da was decken und vor allem das Geruchszeug werde kurz loswerden. Ich habe irgendwo den Bär gehört. Grunzen. Okay, dann ist er noch immer da in den Senken. Mhm. Jawohl, da können wir was zusammenlegen. Und zwar das Fett, das Fell. Das legen wir auch raus. Das Holz legen wir raus. Ein Ei haben wir da. Knochen. Ich habe dann auch noch was. Jede Menge Fleisch. So. So, ich bin dran. Yep. Okay. Gehe schon mal nach vor und werde das rechte Haus angehen. Das rechte Haus, mhm. Okay. Nur das eine dort haben wir ja schon. Vorne bei der Stopptafel rechts her, stimmt. Geradeaus. Ah, ja, da ist wieder Hirsch. Ja, ich glaube, wir haben genug. Okay, das ist leer. So, dann wechseln da wir mal. Wir, kurz waren wir da hin. Nicht schon? Na, also, ich weiß nur von einem, das kann sein. Oh, die lange Shotgun. Okay, na, ich stelle da Frames rein. Schrotflinte. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich das nicht schon gelernt habe. Sehe ich das irgendwie? Alles wird mitgenommen. Aha, hinten ist auch offen. Egal, zweifelsfrei lerne ich es mal. Das gibt Papier. So, ich mache da hinten mal zu. Gut, die Küche ist mein Gebiet. Ah, wieder eine Aufgabe bekommen. Küche magst du, hast du gesagt? Ja. Okay, das ist zugesperrt. Schauen wir mal. Okay, Kochtöpfe werden geschrottet. Ja. So, das klappt mal. Da ist nichts. Dann können wir eigentlich auch zerlegen. Die Küche ist aber sehr leer. Das können wir auch zerlegen. Bücherschrank. Ja, sehr gut. Eine leer, der andere auch leer. Spitze. Was haben wir da? Ich glaube, das Pistolenbuch.
Also das kann ich definitiv, das kannst du lernen, wenn du willst. Okay. Das weiß ich, dass ich die selbst zusammenbauen kann. Okay. Jetzt bin ich mir gerade schon wieder unsicher. So. Ja, da ist auch überall ein Loch. Wie schön, das ist ein tolles Haus. Sehr viele Fische. Naja, da sind sie schon mal durchmarschiert, ne? Wie mit dem anderen Dorf, dann sind sie aus dem Gebäude rausgekommen, die Zombies. Ah, hast du einen Keller oder irgendwas? Sonst gehe ich aufs Dach. Nein, keinen Keller. Aber du kannst gerne das Dach machen. Okay. Ich habe da ein bisschen was. Da steht auf jeden Fall ein Kühlgerät. Das werde ich jetzt legen. Auf alle Fälle haben wir Munition, das ist immer gut. Und eine Forge kriegt. Sehr fein. Ja, Kaffee habe ich auch noch nicht angebaut. Das Ausdauergetränk. Ausdauergetränk, so ist es. Ja, da vorne liegt noch was. Rucksack 1. So, da wäre auch noch ein Mann, der ist, glaube ich, hier. Müssen wir noch. Ja, es ist hier schon wesentlich ruhiger als beim letzten Mal. Mhm. Schauen wir mal, ja. Hoppala. Ich werde mal scrappen. Das werden wir scrappen. So, die Küche hast du komplett gemacht? Die habe ich komplett gemacht, ja. Okay, und da oben wird auch nicht allzu viel sein, das magst du mal. Mhm, habe ich schon. Passt, dann gehe ich weiter ins nächste. Das tun wir mit der orangen Sonnenbrille, die zerlegen wir. Das nächste Häuschen. Mhm. Ups. So, wo ist da rausgegangen? Ich möchte nur kurz hinten schauen, ob da auch angebaut ist. Habe ich in dem Feld warst du in der Garage? Garage war ich, ja. Okay. Da steht nur der übliche Blumentopf. Ja, ja okay, na dann in die nächste Hütte. Mhm. So, das Auto ist MG. So, schauen wir mal, ob die Family Post bekommen hat. Auch MG, nein, dürfte nicht sehr beliebt gewesen sein. Mhm. Andererseits, keine Post ist gute Post. So, Holzfarbe. Die Küche macht wieder ich. Ich mag Überraschungen nicht, daher wird die Hintertür auch immer versiegelt. Das zerlegen wir. Hm, was haben wir da? Jagdgewehrschaft. Sehr schön. Jagdgewehrlauf, leider in Grau. Ich glaube, graue Teile. Oh, ich habe einen Blaubeerkuchen. Ich glaube, den esse ich gleich. Mach das. So. War höchst notwendig. So. Hast du da drüben nichts mehr gegessen? Oh ja. Ein bisschen was mit. Oh, wieder mal ein Topf für uns. Ah, sehr schön. Scrap Metal. Scrapped. Ja. Die zerlegen wir. So, dann haben wir dieses Gebäude. Also diesen Raum da auch schon wieder. Schauen wir da rein. Fliegerbrille so. Wird zerlegt. Zerlegt. So. Weißes Sweatshirt. Mittlerweile haben wir ja, können wir uns erlauben, vieles zu zerlegen. Ich werde da die gelben Korbe gut zerlegen. Das ist
Leider ist höre ich da was? Dieses gesamte Gewand schlechter als das, was man selbst erzeugt. Das ist momentan relativ sinnlos, irgendwelche Kleidungsstücke zu verwenden. Geht's wieder nach oben? Eine Kühlkiste im Boot. Oh, ein Ei und ja, das esse ich auch gleich, auch wenn ich dann stinke. Da kannst du vergiften. Nein, das Ei esse ich nicht, aber da habe ich auch so wie ein Gulasch, sage ich dazu. Ach so, na, das heißt, ja, das würde man nur riechen, wenn du das drinnen hast. Was das ist, okay, das ist. Nee, das Bild nehme ich noch mit. Das ist zerbrochenes Glas, das kann man verarbeiten. Ich gehe wieder auf den Dachboden. Jawohl. Das ist wohl Stein. Na egal. Na bitte. Ja, jetzt höre ich sie. Okay. Ah, sehr gut. Munition, die brauche ich. Ich wusste ja, da liegt auch noch was. Sehr schön. Okay. Die, wo sind die? Sind die bei dir? Was sind? Ich bin am Dachboden. Kann nichts mehr. Shit, ich auch gleich nicht mehr. Oh, die kurze Schrotflinte. Schematik. Schematik. Wir werden da einfach was. Stahlfälle kann ich zerlegen. Ja, die haben wir. So, das ist immer das Problem bei mir, ich will nichts wegschmeißen. Ich bin da hinten den Gang entlang. Okay. Schau da. Ah, da. Wenn du dann nach vorne gehst, rechts die Tür rein, da ist dann ein Badezimmer hinten. Ah, ich sehe sie. Kümmerst du dich drum? Ja. Rechts die Tür ist ein Badezimmer. Ja, den Gang. Ah ja. Nach hinten, rechts. Zwei Zimmer. Ja, ja. Okay, kann ich nehmen. Will ich das nehmen? Wir können mittlerweile das ja anders machen. Oh, was kann ich machen? So, der Zombie ist weg. Die skippt die Scrapper. Mocky Water ist auch. Du hast oben Dachboden, alles hast du. Gelootet. Ein Hirsch. Oh, wie schön. Im Vorgarten ein Hirsch. Ui, jetzt hat er mich die gesehen. Die Kacke habe ich liegen lassen. Mir kann er nicht schon. So, wo ist er? Draußen? Ja. Hab ihn. Ja, dann hätten wir eigentlich die Gegend hier, ne? Ja. Wir sollten dann eher ein bisschen uns sputen. Ja, den Hirsch muss ich noch rausnehmen. Mhm. Und ich lege dafür da was rein. Also alles, was vielleicht irgendwie stackbar ist. Ich habe Papier, ich habe ein Ei, ich habe. Ja. Na, ich habe eher so diese ganzen Parts gemeint. Ja, die habe ich auch ein paar. Ein Kochgrill, glaube ich, können wir auch zerlegen. Mhm. Können wir auch zerlegen zusammen. Das Holz kann ich da. So. Ich hole dann das Fleisch und das Ganze. Alles, was man halt vom Hirsch rauskriegt, kann es drinnen lassen. Okay. Das decke ich dann zusammen, aber jetzt hole ich mal den Hirschen. So. Schau mal, was du noch stecken kannst da drinnen. Ja, ja, ich mache schon. Irgendwie
wenig. Das Buch für die Pistole habe ich noch, das könnte es gleich lernen. So, ich habe ihn zerlegt, ich komme schon retour. Okay. Ja, dann lege da das rein und lernst das mal schnell. Ja, mache ich. Warte mal, ich glaube, da kann ich auch noch was nehmen. Moment. Genau. Die habe ich auch noch. Ja, mach mal. So, das Pistolenbuch ist drinnen, nimm das einmal. Lernst du das, lernst, stecke bei mir die Fleischsachen. So, was kann ich dann noch nehmen? So, wenn ich noch Schmerzmittel hätte, nur Nägel, Schießpulver. Ja, Nägel auf jeden Fall. Nägel, ja, passt. Gut, dann gehe ich jetzt einmal rein da. Mhm. Papier. Ja. Gut, gebe ich rein. Das Fett nehme ich, das decke ich bei mir. Rotting Fleisch decke ich. Fleisch nehme ich mit. Knochen nehme ich mit. Fell nehme ich mit. Das da kann ich mitnehmen. Die Nägel haben wir gesagt, lege ich rein. Mhm. Dann Schmerzmittel. Nein. Leder. Nein. Spiritus. Nein. Pfeilspitze. Ja. Aus Eisen. Ja, habe ich. Passt, lege da rein. Kaffeebohnen. Nein. Jagdgewehrschaft. Gut, das ist was sehr Spezifisches, aus dem kann man sonst decken. Und den Kochgrill, glaube ich, werde ich zerlegen. Zerlegen. Dafür nehme ich da das Eisen noch mit. Das Messing nehme ich mit. Was kann ich noch? Das Plastik könnte ich mitnehmen. Mach mal, es wird schon 19 Uhr vorbei. Ja, ja. Reparaturkit soll. Nein, das bleibt. So, schauen wir mal rein. Der Bär vor uns. Aber in Abstand, also ist nicht in der Nähe. Okay. Aber er ist direkt, er geht überquert die Straße. Sehr gemütlich, ne? In den anderen Bereich. Okay. Einen Platz hätte ich dann noch. Okay, ja, dann nimm dir, was du willst. Quasi. Gut, das heißt, ich kann auf der Straße bleiben, denn ich laufe dann einfach um. Ja, heute links, aber er ist jetzt gerade rechts reingegangen. Okay, dann darf ich. Pfeilspitze hast du auch noch gehabt. Ja, ich habe die andere. Die gibt es jetzt auch verschiedene, ne? Ja, die ist Stahl, die ist also. Ja, hab so. Ich geschaut. Na egal, wir können nicht alles mitnehmen. Geht's ja nicht aus. Ich hoffe, wir haben bald ein Bike. Hat das bei dir gekunst? Ja. Ich will es nicht sehen. Oh, lauf, lauf. Nein, er verfolgt uns nicht. Gut. Und es regnet schon wieder. I'm loving it. Ja, wie gesagt, Tag 35 werden wir Vormittag und Nachmittag damit verbringen, den Rest in der Base auszubauen. Wir werden jetzt in der Nacht ein bisschen Hubspikes und so weiter bauen. Ja. Und dann folgt auch schon die Blutnacht. Die Blutnacht, genau. Die Feralhorde wird kommen. Ja, das erste Mal dann in der eigentlichen Base, ne? Und nicht im Ferienhäuschen. Quasi. Ja, stimmt, ja. So, ich werde das. Bin gespannt, wie es uns geht, die zu verteidigen, weil es doch sehr weitläufig ist. Mhm. Ja, wir werden uns da auf jeden Fall aufteilen. Wir es schaffen, die Zombies draußen zu halten. Gut, kommen tun sie irgendwann dann immer nur von meiner Seite, aber ja. Die Frage ist ja von welcher. Ist der Hügel ist mehr. Heftig, oder? Mhm. Dafür geht's da bergab. Wo es rauf geht, geht's auch runter.
Kilos. Nein, wirklich nicht mehr. Nicht mehr, oder? Nein, ich bin schon runter auf 17. Ah, okay, aber Leben füllen ist dafür jetzt. Ich habe jetzt erst eine Zombie erwischt. Okay, ich werde jetzt mal gehen ein Stück, damit ich mich wieder auffrische. Ich werde auf der Brücke anhalten. Also dann gibt es einen Überblick mit dem Fleisch, ist das nicht so einfach. Ja, bitte. Sie rotten sich zusammen, die Meute. Endsichtig. Ja. Aus. Ich kann nicht mehr laufen. Stehlampe angemacht, Donnerquer fällt ein, einmal noch darauf. Ich hoffe, kein Hündchen ist im Weg. Du läufst schon davor. Ja, bei mir ist der Ausdauer Balken noch relativ hoch, weil ich auf der Brücke wieder komplett hergestellt habe. Ich folge dir schon. Ja, da ist sie, unsere wunderschöne Base. Wunderschön. So. Ja, also in... Lauf, 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 lauf. Für mich eine Treppe gemacht? Ja. Oh, packst nur rüber, ich baue es ab. Gut. Sehr schön. Na schau, bis 9 Uhr geschafft. Dann werden wir da das Fleisch stecken, das Fett ich stecken. Ich werde dann mal nach oben und auspacken und was trinken. Yes, ich muss trinken. Ich bin am Verdürsten. Da haben wir nur Schießpulver. Ups, das gehört da. Die Wasserflaschen. Ja, wir sollten dann mal anfangen, Patronen zu machen. Achso, brauchen wir ein Buch dazu, gell? Nein, das musst du skillen. Skillen? Ja. Ah, ja, stimmt. Also, da, es gibt ja in den Skills, dort wo die Pistole ist, beziehungsweise das Messer, das sind die Fernkampf- und die Nahkampfsachen, und je nachdem, da gibt es zum Beispiel die Pistole eben selbst. Mhm. Dann gibt es da Gesetzlose 0 bis 5. Und je nachdem, was man da skillt, schaltet man dann die jeweilige Patronenproduktion. Also zum Beispiel da bei Handwerk 9mm Patronen kann man mit 5 Punkte lernen. Dann bei Gunsmithing 20, wenn man das hat, kann man dann die 10mm Patrone lernen und so weiter. Okay. Ja. Ich glaube, ich werde die 9mm gleich mal lernen. Was habe ich? Oh, ich habe 30 zum Geben. Na schau, schon wieder ist die Folge vorbei. Ja, wenn unser Ausflug euch gefallen hat, dann Daumen hoch, schaut wieder rein, wenn es heißt 7 Days to Die bei Anduin und Tibra. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.